Willkommen Leute zu einer neuen Folge in Fallout 76. Rocky Mine für euch am Start, heute mit einem weiteren Waffenguide. Und es geht um eine Waffe, die nicht mehr aus dem Fallout-Universum wegzudenken ist. Sie war schon immer fester Bestandteil in Fallout. Und ich denke, ihr wisst schon, um welche Waffe es geht. Es ist die altbewährte Minigun. Denn seien wir mal ehrlich, keine Waffe sieht besser aus in einer Powerrüstung als die Minigun. Und bevor Leute von euch jetzt denken, ah, ich weiß nicht, die Minigun verursacht doch gar nicht so großen Schaden, da gibt's bessere Waffen in der Rubrik schwere Waffen, lasst euch eins sagen, sie gehört zu einer der wirkungsvollsten Waffen in Fallout 76. Und sie bekommt noch mehr an Bedeutung nach dem kommenden Update, denn da fallen die Legacy-Waffen weg. Aber dazu später mehr. Ich zeige euch natürlich, wo ihr den Bauplan herbekommt, welche Mods die besten sind und welche legendäre Effekte die besten wären. Fangen wir mit dem Bauplan an. Den bekommt ihr nur, indem ihr eine Quest absolviert. Und die startet hier unten in Fort Defiance. Und wenn ihr dann da die Quest angenommen habt, führt sie euch hier runter, ich glaube, zur verglasten Höhle, und nach dem Absolvieren habt ihr als Belohnung den Bauplan der Minigun. Habt ihr die Quest noch nicht absolviert und ihr habt keine Lust zu questen, dann könnt ihr auch hier nach der General Steakhouse, dort müsst ihr hier vor ins Gebäude. Da erwarten euch allerdings einige Supermutanten, deswegen bitte Vorsicht. Ich habe mich natürlich schon um diese gekümmert. Und wenn ihr hier reinkommt, habt ihr einmal die Chance, dass eine dieser... Oh, scheint, als wären sie neu gespawnt. Naja, sorry dafür. Den Spaß müsst ihr jetzt leider mitmachen. So. Und habt schon einen kleinen Einblick, was die Minigun denn so für Schaden verursacht. Aber dazu kommen wir zum Praxistest später. Und hier oben seht ihr auf dem Tisch steht eine Minigun und die könnt ihr euch dann greifen. Gut, so viel zum Thema Bauplan und wie ihr an eine Minigun rankommt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zur Waffenwerkbank und schauen uns die Waffe ein wenig genauer an. Um die Waffe herstellen zu können, benötigt ihr den Waffenschmied auf Rang 5. Finden tut ihr die Waffe unter schwere Waffen, dort könnt ihr sie dann auf Stufe 35 oder auf der Maximalstufe 45 herstellen. Die Mods schaltet ihr frei, indem ihr die Waffe verwertet, jedoch gibt es zwei Mods, die ihr so nicht freischalten könnt. Das ist einmal der erstklassige Lauf. Den Bauplan dafür bekommt ihr oder habt eine Chance, den Bauplan zu bekommen, wenn ihr das Event Verbrannte Erde absolviert, sprich gegen die Brandbestienkönigin kämpft und sie dann besiegt habt. Den dreifachen Lauf, den bekommt ihr beim Händlerbot in Station Barclay Springs. Das ist so ziemlich weit rechts auf der Karte, etwas mittig würde ich sagen. Es sei aber gesagt, der Dreifachlauf ist nutzlos für die Minigun, ist eher etwas für Sammler. Gut, dann schauen wir uns die Mods mal genauer an. Und bei den Läufen ist es so, dass ihr hier zwei zur Auswahl habt. Einmal den schnellen Lauf und einmal den erstklassigen Lauf. Der dreifache Lauf, wie gesagt, der bringt bei der Waffe nicht wirklich was. Ihr habt zwar eine hohe Reichweite, aber die Feuerrate ist einfach viel zu gering, auch wenn der Schaden etwas höher ist als beim schnellen Lauf. Der erstklassige Lauf ist, sage ich, eine Mischung aus gutem Schaden und guter Feuerrate oder beim schnellen Lauf die überlegene Feuerrate und etwas weniger Schaden. Dementsprechend würde ich hier auch den schnellen Lauf empfehlen. Es sei denn, ihr habt genug Fluxe in eurer Kiste, denn wie ihr wisst, 5 mm Ultrazit-Munition, allgemein Ultrazit-Munition benötigt Fluxe bei der Herstellung. Und bei der Minigun wird es da sehr teuer, da ihr sehr, sehr viel Munition verballert, wie ihr später auch sehen werdet. Gut, gehen wir weiter zum Visier. Klar, das Standardvisier bringt keine Vorteile, da nehmen wir dann das Gunnervisier. Und bei der Mündungsbremse gibt es den Reißwolf oder auch, glaube ich, als Schredder bekannt.
Dazu mache ich ein separates Video, denn das macht die Waffe zu einer Nahkampfwaffe, unter anderem. Und es sei gesagt, zu einer der besten oder stärksten Nahkampfwaffen in Fallout 76. Und das verdient natürlich ein eigenes Video in der Rubrik Nahkampfwaffen dann. Beim Aussehen habe ich nur hier die Voltec-Lackierung, spielt hier natürlich aber keine Rolle. Dann gehen wir mal zu den legendären Effekten rüber. Ich glaube, ihr habt es gerade gesehen. Ich habe mehrere Miniguns in meinem Inventar. Ich habe hier einmal eine mit Antirüstung und Explosionsschaden, dann eine mit Desmutanten und Explosionsschaden, sowie feuert ein zusätzliches Geschoss ab, also Doppelschuss und Explosionsschaden. Und wie euch auffällt, ist auf jeder Waffe der legendäre Effekt, Kugeln explodieren und verursachen Flächenschaden. Und warum ist das so? Es ist mit Abstand der beste Effekt, den ihr auf der Minigun haben könnt. Grund dafür ist, ihr feuert mit einer sehr hohen Feuerrate sehr viele Kugeln ab. Und diese Kugeln verursachen nicht allzu großen Schaden, aber Masse statt Klasse. Und wenn ihr dann natürlich noch Explosionsschaden zu dem Schaden, also Grundschaden habt, dann macht es bei diesen vielen Kugeln natürlich ziemlich viel aus. Die beste Waffe bzw. die besten legendären Effekte, die ihr haben könnt, ist hier der Doppelschuss mit dem Explosionsschaden. Werdet ihr später auch im Praxistest dann sehen. Es gibt noch eine Variante, und zwar, wenn ihr Blutigbild spielt, ist natürlich auch der Blutbefleckt legendäre Effekt mit dem Explosionsschaden auch sehr gut. Und für die, die Blutigbild spielen, habe ich hier eine gute Nachricht. Beim Event Räumungsbescheid habt ihr eine kleine Chance, diese Waffe, die Rache der Foundation, als Belohnung zu bekommen. Also quasi ein perfekter Roll für einen Blutigbild. Behaltet das mal im Hinterkopf. Gut, so viel zum Thema Mods und legendäre Effekte. Jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber zum Praxistest und schauen uns mal den Schaden der Waffe ein bisschen genauer an. Und bevor wir anfangen, kurz zu meinen Mutationen. Ihr seht sie hier auf der linken Seite. Die habe ich nebenbei immer ausgerüstet. Ich habe auch keine weiteren Buffs jetzt aktiv, sei es Nahrungsbuffs oder Chembuffs etc., die jetzt den Schaden der Waffe verändern würden. Gehen wir zu den legendären Skills, die ich momentan ausgerüstet habe. Nachwirkung spielt ja aber keine Rolle, da wir die Minigun definitiv nicht im Schleichmodus spielen. So, legendäre Beweglichkeit, Intelligenz, Glück und Stärke für mehr Skillpunkte und somit auch mehr Perk-Karten setzen zu können. Dann einmal den vollen Einsatz, spielt ja aber auch keine Rolle, da ich mich momentan nicht in einem Team befinde. Kommen wir zu den wichtigsten Perk-Karten, die ihr ausgerüstet haben solltet. Und das ist einmal groß und schwer, das komplette Set auf Max-Level, um natürlich den maximalen Schaden der Waffe rauszuholen. Granadier, um den Explosionsradius des Explosionsschadens zu erhöhen. Fleischklopfer für mehr Schaden. Waffenschmied reicht auf Rang 3, solltet ihr aber ausgerüstet haben, da die Minigun sich sehr schnell abnutzt. Stabilisiert, um einen Teil der Rüstung des Gegners zu ignorieren, wenn ihr euch in einer Powerrüstung befindet. Und Abrissexperte, auch ganz wichtig, um den Explosionsschaden, den ihr mit der Minigun verursacht, zu erhöhen. Adrenalin sowie blutiger Tod, auch nochmal für mehr Schaden. Und die Einwaffenarmee, um eine kleine Chance zu haben, die Gegner zum Taumeln zu bringen und ihre Körperteile zu verkrüppeln. Ich würde sagen, wir fangen dann jetzt erstmal an mit der Anti-Rüstung Explo Minigun. Und schauen uns den Schaden genauer an. Und wie ihr sehen könnt, ist dieser Schaden ziemlich solide. Klar, es gibt Waffen, die höheren Schaden verursachen oder höheren Schaden pro Sekunde. Aber die Minigun ist hier natürlich sehr gut.
Und wieso diese Waffe jetzt so unglaublich wirkungsvoll ist, liegt natürlich an den Explosionsschaden und der hohen Feuerrate der Waffe. Denn wie ihr wisst, mit dem neuen Update fallen die Legacy-Waffen weg. Bedeutet, ihr habt keine Gatling Plasma mehr mit Explosionsschaden, sowie Lasergewehre mit Explosionsschaden. Die Minigun jedoch bleibt. Da bleibt der Effekt Explomunition bestehen. Und wenn ihr Events habt oder ich sag mal Locations, wo sehr viele Gegner spawnen, wenn ihr in einem Team seid, dann wisst ihr ja, ihr braucht mindestens einen Treffer an einem Gegner, um Zugriff dann auf dessen Loot zu bekommen. Greift ihr einen Gegner nicht an und ein Teamkollege tötet diesen, bekommt ihr ja normalerweise den Loot nicht, es sei denn, ihr befindet euch in den täglichen Operationen. Und die Minigun durch ihre hohe Feuerrate und den Explosionsschaden plus natürlich den Grenadier als Perkkarte mit dem Explosionsradius verfehlt ihr absolut keinen Gegner mehr. Das ist der große, sag ich mal, positive Effekt an dieser Waffe, aber natürlich auch der Schaden. Und wir werden jetzt uns gleich die Nonplusultra-Minigun anschauen mit Doppelschuss und Explo. Und da werdet ihr dann sehen, was diese Waffe dann so anrichten kann. Und ihr seht, alles explodiert. Durch das zusätzliche Geschoss habt ihr das Ziel eigentlich nicht mehr wirklich nötig und der Schaden ist für die Waffe natürlich auch meiner Meinung nach extrem. Und vergesst nicht, natürlich je näher ihr euch am Feind befindet, also am Gegner, desto höheren Schaden verursacht ihr. Jedoch zählt das nicht für den Explosionsschaden. Bedeutet, egal wie weit ihr euch vom Gegner entfernt, der Explosionsschaden bleibt gleich groß, wird also nicht weniger. Und wenn ihr dann ein zusätzliches Geschoss mit Explosionsschaden habt, bedeutet das, dass ihr auch aus großer Ferne den Gegner mit Leichtigkeit erledigt. Und bitte Leute, wenn ihr die Minigun rollt, sprich die, auf gute legendäre Effekte hofft, dann verschwendet nicht all eure legendären Module, um jetzt diese Doppelschuss-Explo-Minigun zu bekommen. Es reicht, wenn ihr den Effekt Explosionsmunition drauf habt und dann Antirüstung des Mutanten oder halt der Doppelschuss sind natürlich dann, sage ich mal, das gewisse Extra dann an der Waffe. Doch der wichtigste Effekt ist nun mal der Explosionsschaden. Ich würde sagen, die Max-Level-Supermutanten sind hier absolut keine Herausforderung für uns. Schauen wir uns die Waffe mal gegen einen größeren Gegner an. So, ich habe jetzt die Doppelschuss-Minigun ausgerüstet. Und wir schauen uns das jetzt mal an der Brandbestie etwas genauer an. Wir müssen nur etwas näher rankommen. So, ich versuche gerade ihren Flügel zu verschlüsseln. Ah, da landet sie schon. Und ihr seht, durch den Explosionsschaden und durch die Perk-Karte Körperteile verdoppeln, müsste sie nur ein paar Mal treffen. Und das war's. Und ihr seht, wie die Energie nur so runterprasselt. Sie hat keine Chance. Und das Gute ist, ihr könnt das gleiche auch aus der Ferne bewerkstelligen. Ihr müsst euch gar nicht mal so nah an die Brandbestie begeben oder allgemein an Gegner. Ihr seht, ihr könnt eigentlich theoretisch auch einfach in die Luft springen oder mit dem Jetpack durch die Gegend fliegen und einfach auf den Boden schießen und der Explosionsschaden macht den Rest. Gut, das war's auch schon, was die Minigun betrifft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich habe euch die Minigun schmackhaft gemacht. Bitte behaltet im Hinterkopf, dass diese Waffe auch mehr an Bedeutung bekommt nach dem neuen Update,
nachdem die Legacy-Waffen Geschichte sind. Lasst doch bitte ein Like da, abonniert meinen Kanal, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Schreibt in die Kommentare, ob ich vielleicht etwas vergessen habe oder ob ihr der Meinung seid, dass vielleicht andere legendäre Effekte auf der Minigun auch ziemlich gut sind, so wie die höhere Feuerrate etc. Das war's von mir, euer Rocky Mille, und bis zum nächsten Mal.